letzte Mal das erklärt, warum wir Cosmo nicht erreichen konnten. Ich bin Groot. Wenn du nicht antwortest, sind wir gleich ein Satz Atome. Ich übernehme die Kommunikation. Hau rein, Kumpel. Grüße, Reisender. Habt ihr die Wahrheit ihres Versprechens angenommen? Das taten wir. Meine verstorbene Frau und Tochter sind bei mir. Wir danken der Matriarchin für ihr Geschenk. Möge das Versprechen erfüllt werden. Du darfst im Raumhafen landen. Ganzen Kneipen und Wettbüros und Nudelboden. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich vermute, es ist schlimmer. Raker rekrutiert Regimente, derweil wir Wohlfall warten. Ich lande so schnell ich kann, Gott. Was zum Flock? Na toll, der Kokon-Typ glaubt, er wäre jetzt ein Schmetterling. Er ist ein Mann der Tat. Hoffen wir, dass er die Kirche ablenken kann, wir Nikki suchen. Hätte nicht gedacht, dass du dich durch die Security bluffen kannst, Muskelpaket. Ich bin der Täuschung durchaus fähig. Wir werden mehr als das brauchen, um zum Continuum-Cortex zu kommen und Nikki zu retten. Vor allem, wenn Goldjunge nicht an Bord ist. Sollen wir versuchen, ihn zu finden? Wir müssen uns wirklich beeilen, wenn wir das Mädchen retten wollen. Drax hat recht. Hoffen wir einfach, dass Warlock ordentlich Schaden verursacht. Okay, letzter Showdown gegen Raker. Diesmal holst du ihn dir endgültig. Das habe ich vor. Wir gehen nicht ohne Nikki von hier weg. Nur damit du es weißt, ich werde alles tun, um dein Mädchen zu retten. Ich weiß, wie wichtig dir das ist. Du kümmerst dich um die Milano, okay? Sorg dafür, dass das Schiff noch da ist, wenn wir zurückkommen. Bereit, Drax? Bereit. Meine Klingen sind so scharf wie die Zunge des Nagers. War das eine Metapher? Ein Vergleich. Ich wollte nur sicherstellen, dass das Versprechen auf dich keine bleibenden Auswirkungen hatte. Ich kenne das Böse dahinter. Wir müssen Magus und Kirche aufhalten. Ich bin Groot. Groot will, dass du weißt, dass er alles tun wird, um dein Kind zu retten. Weißt du was? Ich glaube, das habe ich verstanden. Ich bin Groot. Geht mir genauso. Ich will unbedingt ein paar Robenflaker wegblasen. Dein Kind steckt echt tief drin, Quill. Ihre Mom ist tot, Mann. Wenn Warlock die Wahrheit sagt, benutzt das Ding in ihr Corells Tod, um sie zu manipulieren. Verstehe. Wird nicht einfach, sie da rauszuholen, aber ich werde trotzdem mein Leben dafür riskieren. Die Flaker müssen dafür bezahlen, was sie Nowhere angetan haben. Und Contraxia. Und für das Morden und Konvertieren und so. Also los, retten wir Nikki. Peter? Okay. Bleib cool. Überlasst mir diese Typen. Willkommen, Reisende. Seid ihr gekommen, um Zeugen der Erfüllung zu werden? Der was bitte? Der Umsetzung des Versprechens der Matriarch. Des Beginns einer neuen Welt. Ohne Tod oder Schmerz oder Angst. Ihr solltet das wissen. Seid ihr nicht für eine Landefreigabe überprüft worden? Was? Doch, natürlich. Warum wisst ihr dann nicht von der Erfüllung? Hier stimmt etwas nicht. Diese Ketzer müssen aufgehalten werden. Attacke! Das ist deine Schuss geworden! Spürst du das? Reiß sie auseinander! Achtung! Auf den Fett ins Gegner!
Hau sie weg, Korte! Beschäftige sie, Groot! Und der darf jetzt hier einfach seine Kumpel heilen? Wenn wir ihn zuerst beseitigen, erleichtert uns das die Aufgabe. Du bedürftigst dich, sag ich nicht. Der ist am Bord. Der ist auch tot. Wie ein heißes Messer. Durchhalten! Wieder ein Kultist bezwungen! Du kannst nicht trauern, wenn man grüße den Tod! Zeig ihn, Groot! Gamora, schnitt! Zack! Ich liebe es, Kultisten zu klopfen! Diese verwirrten Seelen wissen nicht, was Schluss ist! Ich kann diesen Lehren nur raten, dass ihre Welt ohne Tod oder Schmerz oder Angst daherkommt. Denn ich werde sie dafür umlegen, dass sie diesen Raumhafen zerflagt haben. Sie haben ziemlich viel umdekoriert. Ein Grund mehr für uns, zum Cortex zu gelangen und Nikki zu finden. Ich will nicht drängen. Das überlasse ich dir. Falls wir das Mädchen finden, wie kappen wir ihre Verbindung mit dem Magus? Gar nicht, wenn der Kokonjunge nicht da ist, um danach alles aufzusaugen. Dann müssen wir ihr eben gut zureden. Vergeuden Zeit, Peter. Das mit der Erfüllung gefällt mir nicht. Ich bin Groot. Mist! Kosmos-Turm ist abgeschaltet. Ich bin Groot. Das liegt daran, dass er noch nie dunkel war. Ihr wisst schon, dass einige Typen, die auf uns geschossen haben, zur Nowhere Security gehörten? Das bedeutet nichts Gutes für den Hund. Ich war noch nie ein großer Fan des Köters, aber wir hätten einen Ersatztelepathen gebrauchen können. Wenn Cosmo auf ihrer Seite ist, wird es deutlich schwerer, zum Cortex zu gelangen. Nur weil der Turm abgeschaltet ist, muss das nicht auch für Cosmo gelten. Bei unserem letzten Besuch hat er mich, Gamora und Drax und Lady Hellbent, das Kopfgeldjäger, ausgeschaltet wie nichts. Glauben wir einfach daran, dass es ihm gut geht. Peter, glauben? Ich habe Angst davor, was wir auf dem Marktplatz sehen werden. Dasselbe wie bei unserem Anflug. Schon, aber diesmal aus der Nähe. Nowhere war eh schon nicht immer schön, aber... Slug! Da drüben! Es sind so viele! Ich hätte gedacht, die meisten Nowhere-Leute würden das Versprechen ablehnen. Jeder will Dinge, die er nicht haben kann. Ja, aber diese Gauner waren immer skeptisch, wenn ihnen jemand was umsonst gegeben hat. Ich bin gut. Und... ich weiß nicht, Rocket. Wie Gamora gesagt hat, jeder will irgendwas. Die Kirche passt ihr Angebot an jeden genau an. Und ich denke, die meisten geben dann nach. Weil sie sonst getötet werden. Keine leichte Entscheidung. Sie haben überall verflagte Glaubensbatterien. Genau wie auf der Halas Hope. Vielleicht haben sie im Cortex noch eine riesige Strahlenkanone gebaut. Um von mehreren Welten auf einmal Glauben abzusaugen? Ist das überhaupt möglich? Die Energie lädt diese Batterien nicht auf. Sie fließt von ihnen weg. Dann treiben sie also etwas an. Sieht ganz so aus. Klausige Spaßflacker, macht euch bereit zum Sterben! Ich glaube, wir können die Typen überraschen. Betrachtet das als Wiedergutmachung für die vielen Verhaftungen. Vergangenes muss vergangen bleiben. Die Schwergewichte müssen alle im Cortex sein. Tödlichste Frau der Galaxie. Rakers Gemeinde hat gerade ein Mitglied verloren. Je weiter wir vorrücken, desto mehr Batterien. 100 Units, dass sie was mit der Erfüllung zu tun haben. Der Priester hat gesagt, sie bringen... Sie können niemanden wiederbeleben. Schon gar nicht nach Nikkis Rettung.
versuchen nicht nochmal, sie auszutricksen, oder? Damit, dass wir alle das Versprechen angenommen haben? Dass du nette Leute imitieren kannst, dass sie alle haben. Hier drüben! Sieht aus, als passen wir da durch. Wir müssten in der Nähe von Mantlos Bar sein. Siehst du sie? Nicht wirklich. Es liegen jede Menge Trümmer im Weg. Durch diese Wand kommen wir nicht durch. Auf der anderen Seite könnte ein Haufen Irrer auf uns kommen. Das hat nicht funktioniert. Flatkopf, ich geh rein. Was ist mit den Fanatikern? Wenn ich welche sehe, mache ich sie platt. Wer, wenn nicht wir? Stimmt's? Gamora, jetzt müsstest du dein Schwert reinstecken können. Hilfst du mir? Hoffentlich hält. Ach, Mist! Nicht Mantlo! Oh. Oh. Seht euch das an! Jetzt wird's persönlich, Quill! Peter, los jetzt! Du hast diesen Laden echt geliebt. Es war der einzige Ort in der ganzen Flak-Galaxie, wo du dich sicher fühlen konntest. Also, abgesehen von den Schlägereien und den Razzien und den Kopfgeldjägern. Wir trinken später ein darauf. Aber jetzt müssen wir weiter. Ich habe über das nachgedacht, was Warlock gesagt hat. Wir haben keine Spur von Goldmuskel, seit er vom Schiff gesprungen ist. Adam Warlock. Vielleicht hat sie ihn irgendwo in der Unterstadt zerlegt. Oder er wurde von einer Irrenpatrouille aufgegriffen. Wofür brauchen wir den Goldjungen überhaupt? Der kam doch bestens ohne ihn zurecht. Von wegen bestens. Der Magus verschlang meine Seele. Dein Gedächtnis ist lückenhaft. Mein Gedächtnis ist einwandfrei. Ich bin lediglich ein Optimist. Warlock ist stärker als jeder von uns. Und er hat einen ziemlich guten Grund, Raker zu hassen. Du kaufst also seine Story von der zerrissenen Seele? Ich sag nur, wenn jemand eine Chance hat, mit Raker fertig zu werden, dann er. Und wir müssen den großen Einiger aus dem Weg schaffen, wenn wir das Ritual stoppen wollen. Konzentration, Peter Quill. Gleich mit Blut vergossen. Oh, genau hier war das Emporium. Die Kirche ist zerstört? Wahrscheinlich hat der Kollektor sich beim ersten Anzeichen von Ärger den Weg freigesprengt. Vor dem ersten Anzeichen. Der Kollektor kann angeblich in die Zukunft sehen. Ach ja? Mich hat er nie kommen sehen. So viel steht fest. Er hatte keine Ahnung, dass ich Groot da raushole. Hey? Jetzt wird bloß nicht sentimental. Oh Mann, davon hat Rocket schon erzählt. Er wird das Teil lieben. Hörst du was? Gesang oder so? Nein. Ich hätte schwören können. Sie werden schon bald umfallen wie die Fliegen. Jetzt schlägt Dragon! Erwarte Stern! Lösch die auf, Rocket! Das sieht aus wie eine Sackgasse. Für manche mehr als für andere. Sich anfühlen, wenn die eigene Seele entzweigerissen wird. Wäre der Magus die Hälfte meiner Seele, wäre ich froh, ihn loszuwerden. Den Warlock-Teil würde ich auch loswerden wollen. Anscheinend will die Kirche verhindern, dass wir da reingehen. Das wird sie nicht schaffen. Vorsicht, Peter Quill! Jungs, seht mal nach unten. Das ist ziemlich viel Licht. Du denkst, das ist die Erflakung, oder? Könnte aber auch nur Ablauf von den Kabeln sein. Was immer diese Irren vorhaben, sie brauchen jede Menge Saft. Vielleicht haben sie damit ihre Flotte betrieben, um Lamentis zu erreichen. Nein, das könnte der Cortex alleine in die Hand nehmen. Was denn? Der war doch gut. Nein, war er nicht. Also, wir müssen zur Unterstadt das Mädchen finden und was sie auch vorhaben, stoppen. Und wir müssen damit rechnen, dass sie uns stoppen wollen. Die Konvertierten sind zum Sterben bereit, um ihre Leben wieder zum Leben zu erwecken. Was ziemlich ironisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Nicht der Weg zu Cosmo. Vielleicht ist da unten etwas, das uns weiterhilft. Blut?
Ah, die schäbige Schattenseite der schäbigen Schattenseite. Weißt du, dass hier mal ein wilderer Ring operiert hat? Ah, deswegen der Gestank? Ja, verrottende Bestien von Mark Lufier. Ich hatte wirklich gehofft, hier unten gäb's Hoverbikes. Wie kommst du darauf? Erstens, keine unverschämten Parkgebühren. Und zweitens, willst du manchmal etwas loswerden, ohne dass es jemand mitkriegt? Hast du da rein? Ja, mal sehen, wo es hinführt. Das wäre, wenn es hier unten Hoverbikes gäbe. Dann hätten wir damit in die Unterstadt preschen können. Ich und Groot haben das ständig gemacht. Bitteschön, jetzt müsste es sicher sein. Flock, sei Dank sind diese Stiefel wasserdicht. Was gefunden? Sackgasse. Dann weiter, bevor Nikis Leben auch in eine Sackgasse gerät. Unsere Zusammenarbeit ist belebt. Wir sind ein großartiges Team geworden. Ja, das sind wir, Drax. Wir sind jetzt eine große, glückliche Familie. Was hast du denn mit dem Schrott vor? Die ist kein Schrott. Seht die Kraft ihres Lichts! Valem Manate! Wächter der Galaxie, rettet die Gläubigen und alarmiert den großen Einiger. Die Erfüllung darf nicht aufgehalten werden. Das war's. Sie ist übergeschnappt. Gamora, warte auf uns! Leg los, Rocket! Ja. Zum Flak, Gamora! Räum die weg, Drax! Magie! Flak, ich wünschte, wir hätten ein paar Hoverbikes gefunden. Verdammte, konnte ihn nicht von dem Tod retten. Sei nicht traurig, blas ihnen weiter ihre Mistlichter aus. Drax, schleudern! Flak ist Drax! Diesmal wirst du sie nicht ruinieren! Ich werde sie alle ruinieren! Ehrenfall! Der Quadratschädel pumpt seine Kuppel auf! Vorsicht! Er heilt seine Freunde! Und er wird dafür leiden! Halt sie unten, Groot! Das ist unsere Chance! Der Zauberer fließt daran! Vielleicht lässt du ein paar entkommen, Drax! Drax! Mit ihm in den Arsch! Schon wieder! Das war's! Komisch, Gamora! Alles okay? Wirf's auf sie, Großer! Ich hab einen Gläubigen erschlagen! Sei nicht traurig! Lass ihn weiter ihre Mistlichter aus! Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Zerquetsch die Drax!
geht's dir? Gut? Ging mir nie besser. Yep. Definitiv nicht gut. Gamora, warte mal, warte! Warum? Damit noch mehr Kinder im Namen von Rikers verfluchter Kirche geopfert werden? Nein, natürlich nicht. Nur... Nur was, Peter? Ich weiß auch nicht. Durchatmen? Jede Minute, die wir vergeuden. Wir haben keine Zeit zum Durchatmen. Ich weiß, Riker weckt schlimme Erinnerungen in dir. Es geht hier nicht um Thanos. Es geht hier um Nikki und was Männer wie Riker und Thanos mit Mädchen wie ihn machen. Oder mit mir. Oder meiner Schwester. Hätte ich doch bloß besser Acht gegeben auf Nebula, dann wäre sie vielleicht nicht tot. Wow. Was? Nebula ist tot? Wie? Ich meine, wer war's? Ich möchte ihm seine blutbesudelte Hand schütteln. Ich war's. Du hast deine Schwester getötet? Sie hast du also im Versprechen der Matriarchin gesehen. So habe ich die Lüge erkannt. Die Nebula, die ich kannte, wurde verwandelt in ein hasserfülltes, rachsüchtiges Monsterwesen. Eins, das immer weitergemacht hätte. Nur ich konnte es aufhalten. Also tat ich es. Dass ich das überlebe, war nicht vorgesehen. Wieso hast du denn nie etwas gesagt? Weil es kein guter Gesprächsanfang ist. Hi, ich bin Gamora. Ich habe meine Schwester gekillt. Werden wir Freunde? Nein, werden wir nicht. Wer will schon ein Monster zum Freund? Oder in seinem Team haben? Einem Team, in dem ich mich seltsam wohlfühle. Trotz allem, was war. Naja, ich hasse Nebula, also wenn's nach mir geht. Was denn? Ich sag ja nur, das ändert nichts. Genau genommen ändert das alles. Die todbringendste Frau der Galaxie gibt gerade zu, dass sie uns liebt. Tu ich nicht. Doch, tust du. Du hast gesagt, du liebst uns nach dem Teil mit dem Mord. Ich sagte, ich fühle mich wohl bei euch. Auf K'Tath ist das die Definition von Liebe. Gern haben. Ich hab euch gern. Können wir jetzt weitermachen? Einverstanden. Noch mehr Zuneigung und ich muss reiern. Wir akzeptieren dich, Gamora Zanhubiri. Dann sind wir jetzt wohl verheiratet. Das halte ich echt nicht aus. So, wir haben alle mal tief durchgeatmet. Wie wär's, wenn wir jetzt einem gestörten Guru in den Hintern treten? Ja. Yeah. Wir zur Brücke. Kosmos-Turm ist der schnellste Weg. Drax? Ich hab mich schon drauf gefreut, mal wieder was umzustoßen. Wir sollten vorbereitet sein für den Fall, dass der große Einiger kommt.
Echt jetzt? Ein Glaubenskraftfeld? Wenn wir die Energiequelle finden, müssten wir es abschalten können. Dann sehen wir uns mal um. Also, Gamora? Wie kann ich das Interessanteste, das sie jemals getan hat, nicht ansprechen? Sehr gut, Peter. Gehen wir. Wir müssen weg sein, bevor Raker auftaucht. Hast du das Kind in dem Ritualding gesehen? Er war nicht zu übersehen. Hat die Kirche das mit seinem Kopf gemacht oder wurde er so geboren? Okay, direkt voraus. Hauen wir rein. Jetzt ist keine Zeit. Wächter der Galaxie. Die Matriarchin hat nun beschlossen, die Erfüllung einzuleiten von diesem Ort aus. Und ihr werdet sie nicht aufhalten. Gar nichts hat sie beschlossen. Du hast sie von Anfang an manipuliert. Sie ist das Licht. Und ich bin lediglich ihr Diener. Nicht leicht zu leuchten, wenn man so ein finsteres Monsterding in sich trägt. Blasphemie! Ihr mögt euch ihrem Versprechen verwehrt haben. Aber ihr werdet glauben, wenn es euch wieder zurückholt aus den kalten Klauen des Todes! Dein Gram führte dich an einen gefährlichen Abgrund, alter Gefährte. Sein. Ich sah dich sterben. Die Form ist flüchtig. Doch was zugrunde liegt, währt ewig. Entsage dieser starrköpfigen Sinnlosigkeit, bevor sie Zerstörerisches zeitigt. Zerstörerisch? Das wird klappen! Wir kommen mit Bocksprüngen zurück auf die Brücke! Bocksprünge? Das ist... Folgt mir einfach! Seht! Goldjunge und der Einheimerige kämpfen immer noch! Hoffentlich war das ganze Gottgerede nicht bloß Angeberei! Wir sitzen fest! Wir sitzen doch gar nicht! Herr Mann, wir können hier nicht bleiben! Darin sind wir uns einig! Was jetzt, Peter? Rocket! Volles Programm! Gamora, die Plakatwand! Gute Idee! Wenn du da drüben noch mehr Heckenschützen findest, lass mir einen übrig! Ich kann nichts versprechen! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt! Mach sie fertig, Drax! Wir nähern uns dem Korb des Hundes! Halt durch, Nikki! Wir kommen! Dieser Nova-Core-Typ war völlig durch den Wind! Ja, so bringt man den Vernunft bei! Zieh ihr Feuer auf dich! Ich laufe zum nächsten Start! Über welcher Rennen und Ballern? Das macht richtig Spaß! Wenn es nicht so viele wären, würde ich dir ja zustimmen. Nur einmal will ich diese Brücke ohne Zwischenfall überqueren können! Dafür kannst du dich bei Goldie bedanken! Warlock hat uns von der sicheren Zone bewahrt! Ja, ich hab keine Angst vor Raker und seiner kleinen Lightshow. Wir werden nicht scheitern.
Rocket ist sichern und los! Versteck dich, Quill! Unser Jahr ist du, Nova Corp Lager! Kannst kaum auf Abrack! Erledige sie! Komm runter, lass mich dich erschießen! Halte sie auf, Crew! Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Warlock ist tapferer, als ich gedacht habe. Seht ihr, wir brauchen Goldjunges Hilfe nicht. Deshalb hat ihn geschossen. Oh ja, das war super. Voll in den Hintern. Habt ihr seinen Gesichtsausdruck gesehen? Ich höre ihn förmlich. Oh, mein güldenes Gesäß. Hoheitliches Hinterteil. Sein perfekter Po, seine brillanten Backen. Die abgedeckt werden müssen. Ich flankiere sie! Zu knapp! Tödliche Frau im Anmarsch! Aus dem Zustand wacht er nicht mehr auf! Keine Gnade! Er lebt nicht mehr! Alles für dich, Rocket! Über Dächer rennen und ballern, das macht richtig Spaß! Wie viele sind das? Sieht aus, als wäre ganz Nova aufgetaucht. Solange sie hier sind, können sie nicht weitermachen mit der, wie immer sie es nennt. Der Erfahrung. Das war nicht der Dame. Mir gefällt er besser. Keine Ahnung, ob sie Schmerzen spüren, aber ich weiß, wann sie sich tot anfühlen. Er war schon lange weg, bevor ich zu ihm kam. Hoffentlich hat das Worldmind eine ordentliche Lebensversicherung. Hintergänge. Endlich! Ich glaube, sie geben auf. Gerade rechtzeitig, denn wir gehen nicht auf diese Brücke zurück. Ich weiß, wo wir sind. In der Nähe ist eine Straße, die von der Hauptbrücke zu Cosmo führt. Wo? Drax, Kuppel, mach ein Loch. Das ist mein Weg nach unten. Der beste. Seht mal, sie kommen immer noch. Wenigstens scheint unser Mann zu gewinnen. Wir müssen auf die andere Seite von diesem Ding. Ba-ba-ba-boom, Baby! Wir machen heute aber wirklich viel Werbung kaputt. Wer braucht schon eine Erinnerung daran, sich Kallax-Creme zu kaufen? Ich habe ein Stockwerk direkt unter diesem gesehen. Aber keine Luke oder sowas. Hey, Quill, versuch's mit dem Visor. Das kann doch nur ein verflagter Witz sein. Groot kennt nicht zufällig noch einen anderen Weg. Wenn ich auf die andere Seite käme, könnte ich das Ding hacken und die Brücke runterlassen. Wenn du auf die andere Seite kämst, kämen wir auch auf die andere Seite und es wäre egal. Wirf mich. Was? Wirf mich. Sag Muskelpaket, er soll mich rüberschleudern. Soll das ein Witz sein? Nach dem Aufstand vom letzten Mal? Es ist nicht wie beim letzten Mal. Ihr alle, ich vertraue euch, Leute. Überlass das mir! Zum Glück war das nicht wahr. Du bist ein wertvolles Mitglied des Teams. Kein Werkzeug, das man wirft. Das Ritual macht mir Sorgen. Und was wirklich passiert, wenn wir es nicht stoppen können? Tote kommen jedenfalls nicht zurück, die Händchen halten und mit dem Schwanz wedeln. So viel steht fest. Nein, wahrscheinlicher ist, dass der Magus die Lebensenergie aller Anwesenden absaugt. Wir müssen uns darum nicht sorgen. Ich weiß, dass ich zu Nikki durchdringen kann. Das alles ist Drakers Werk, nicht ihres. Ich werde sie auch nicht aufgeben. Ich auch nicht. Ja, und das große Einhorn auch nicht. Er wird es bereuen. Vielleicht sollten wir das Schiff rufen, damit es uns zu unserem Ziel bringt. Sie würden uns niemals in der Nähe der großen Party landen lassen. Es ist besser, wir kämpfen uns dorthin durch. In der Tat. Wie blöd sind diese Flaknasen, dass sie auf diesen Erflagungsschrott reinfallen. Der Magus verlangt Schmeichelei, täuscht dich mit Illusionen und nährt sich von deiner Seele. Das habe ich in meinem Versprechen auch gespürt, diesen endlosen Hunger. Oh ja, Hunger ist noch untertrieben. Heiliger Glaube! Das viele Licht führt gar nicht zum Cortex. Es ist der Cortex! Wie konnte der Köter das zulassen?